Christo bringt Menschen dazu, ihren Namen zu vergessen, Dinge wahrzunehmen, die gar nicht existieren. Durch seinen Job als Showhypnotiseur. Aber wie viel ist davon wirklich echt? Könntest du jemanden dazu bringen, unter Hypnose eine Straftat zu begehen? Genießt du das Gefühl der Macht? Sind deine Showteilnehmer Schauspieler? Wir haben ihm 10 provokante Fragen gestellt. Und gelingt es ihm, unser Team zu hypnotisieren? Wir besuchen den 27-Jährigen in seinem Zuhause in Bochum. Hallo alle miteinander, kommt rein! Sieht alles erstmal ziemlich normal aus. Seit über 10 Jahren ist er im Hypnose-Business aktiv und auch international erfolgreich. Scheinbar mühelos versetzt er seine Showteilnehmer in Trance. 1, 2, 3, das macht unser Team ehrlich gesagt etwas nervös und bringt uns gleich zu Frage 1. Haben neue Bekanntschaften Angst vor dir? Ja, teilweise schon. Es liegt aber einfach daran, dass die Menschen halt eine ganz falsche Vorstellung von dem haben, was ich tue. Und deshalb haben Leute halt wirklich teilweise Panik, wenn sie mich sehen. Also es gab zu Schulzeiten Lehrer, die mir nicht mehr die Hand gegeben haben, weil sie Angst hatten vor mir. Aufgrund von Corona kann Christo aktuell nicht mit seinen Shows touren. Deshalb produziert er im Moment vor allem Videos für seinen YouTube-Channel. Frage 2. Ist schon mal was richtig schief gegangen auf der Bühne? Sind Menschen in der Hypnose stecken geblieben? Nein. Das liegt also zum einen erstmal daran, dass immer der Begriff Hypnose und Trance verwechselt wird. Hypnose ist kein Zustand. Hypnose ist eine Technik, um jemanden in einem bestimmten Bewusstseinszustand zu verändern. Dementsprechend kann man in der Hypnose nicht stecken bleiben, weil es eine Technik ist. Und in diesem Bewusstseinszustand, die Wissenschaft nennt den Alpha-Zustand, kann man auch nicht stecken bleiben. Das heißt also, man wird immer wieder aus der Hypnose wach. Selbst wenn ich auf der Bühne tot umfallen würde, wachen die Leute nach kurzer Zeit auf. Die Trance ist ein Zustand erhöhter Aufmerksamkeit, mit starkem Fokus auf innere Bilder und Gefühle, ähnlich wie bei der Meditation. So kann die Hypnose sogar Blutdruck, Pulsfrequenz und auch Hirnströme beeinflussen. Was genau im Gehirn passiert, ist bis heute noch nicht vollständig geklärt. Fakt ist, die Wahrnehmung von Umweltreizen kann durch Suggestionen unter Hypnose stark beeinflusst werden. Unser Gehirn ist also in der Lage, die Wahrnehmung unserer Umwelt gezielt zu verändern. So bringt Christo seine Teilnehmer unter Trance beispielsweise dazu, Dinge zu sehen, die gar nicht da sind. Doch könnte er auch weitergehen? Frage 3. Könntest du jemanden dazu bringen, unter Hypnose eine Straftat zu begehen? Jein. Also, der Punkt ist, ich kann mit der Hypnose nur so weit gehen, wie es mein Gegenüber moralisch zulässt. Also wenn ich jemanden habe, der sowieso ständig mal im Kiosk irgendwas mitgehen lässt, kann ich dem das natürlich ohne weiteres einreden. Wenn ich aber jemanden habe, der der wird das ja sowieso machen. Wenn ich aber jemanden habe, der wirklich ganz straight ist, nee, ich bin der liebste Mensch auf der Welt, dann geht das einfach nicht. So wirklich beruhigend ist die Antwort ja nicht. Für seine YouTube-Hypnose hat Christo Sophie eingeladen. Mit ihr hat er schon öfter zusammengearbeitet. Starten wir mal. So, einmal die Füße nebeneinander. Genau. Streck mal einmal beide Hände so nach vorne aus. Sehr gut. Handflächen zueinander. Schließ bitte mal einmal die Augen. Und konzentriere dich einfach einmal nur auf deine Arme, Sophie. Und Sophie, ich werde gleich von 1 bis 3 zählen. Und bei der Zahl 3 möchte ich, dass du dir vorstellst, du hättest hier an deiner Handinnenfläche und hier an der Handinnenfläche einen Magnet. Und bei der Zahl 3 zieht dieses Magnet die Hände langsam aufeinander zu. 1, 2, 3. Immer langsamer. Und in dem Moment, wo sich gleich die Hände berühren, merkst du, wie sich der ganze Körper schlagartig entspannen kann. Du spürst, wie die Hände immer stärker aufeinander zugezogen werden. Und schlaf. Unser Team kann es nicht so recht glauben. Ist sie jetzt wirklich weg? Ja, du kannst auch Mama folgen, es hebt mal einen Arm an von ihr. Okay. Sophie, ist es okay, wenn ich deinen Arm anfasse? Die merkt das nicht, von daher. Lass mal los. Das ist krass. Also das ist so eine typische Reaktion, da sieht man wirklich, wie tiefenentspannt die Leute sind. Und völliges Vertrauen in Christo haben. Daher gleich unsere nächste Frage. Genießt du das Gefühl der Macht? Also
für mich gibt es bei der Hypnose kein Machtgefühl, weil ich ja weiß, dass ich die Macht nicht habe. Weil wenn sie jetzt keine Lust auf die Hypnose hätte, kann sie sich jederzeit aus dem Zustand zurückholen. Und null. Einmal die Augen auf. Hallo? Na, wie geht's? Gut. Ich habe gerade einen Powernap gemacht. So geht's mir gerade. Aber warst du jetzt wirklich nicht da? Hast du es wirklich nicht mitbekommen? Einiges kriegst du im Unterbewusstsein mit, ja. Das ist wie so ein Traum, wo du ja auch wach wirst und denkst, da endlich springen und ja, so ist das. Für uns sieht es aber ehrlich gesagt immer noch ein bisschen nach Show aus. Deshalb fragen wir mal bei jemandem nach, der Hypnose im medizinischen Bereich einsetzt. Christiane Kretschi ist schon seit mehreren Jahren Hypnotherapeutin. Sie setzt Hypnose bei Schmerzen, zur Suchtbekämpfung oder auch bei der Bewältigung von traumatischen Erlebnissen ein. Was hält sie von der Schauhypnose? Ist das echt? Natürlich ist es echt, weil der Mensch, der Hypnotisant auf der Bühne eben dann so da hängt. Natürlich ist es echt. Der Mensch, der hypnotisiert wird, nimmt aber alles um sich herum wahr. Er weiß, was er tut. Und wie gesagt, er hat einen freien Willen. Würde er sagen, ich höre jetzt auf, dann hört er auf. Hypnose funktioniert also. Doch Hypnotiseur ist keine geschützte Bezeichnung in Deutschland. Theoretisch kann sich also jeder so nennen. Orientieren kann man sich aber an offiziellen Verbänden. Auch Christo hat eine richtige Ausbildung gemacht. Die Seilnummer, die haben wir jetzt noch mal gut aufgepäppelt. Hast du das iPad? Ich glaube, ja. Mal gucken, ich habe schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Machen wir es heute auch. Oh. Normalerweise tourt Christo mit Magierkollege Ben David mit ihrem Programm Die Unfassbaren durch ganz Deutschland. Die Lockdown-Zeit nutzen sie, um ihr neues Bühnenprogramm zu proben. Ihr Ziel? Den Teilnehmern eine gute Show bieten. Das bringt uns zu Frage Nummer 5. Pendel, Drehscheibe und Co. Brauchst du das wirklich oder ist das alles nur Show? Das ist so ein typischer Hollywood-Mythos, weil in den Filmen die ganzen Leute mit Drehscheiben und Pendeln auf der Bühne stehen. Braucht man alles nicht. Ich weiß, es gibt einige Kollegen, die machen das, weil man damit natürlich den Erwartungsgehalt verbindet. Wenn man irgendwen auf der Straße anspricht, hey, was stellst du dir unter Hypnose vor, kommt immer, ja, ein Pendel. Hypnose funktioniert aber durch die Stimme. Damit versetzt Christo seine Teilnehmer in den Trance-Zustand. Er hat schon über 850 Hypnose-Shows gegeben und die Kunst perfektioniert. Da drängt sich direkt unsere nächste Frage auf. Könntest du Hypnose zu deinem Vorteil nutzen? Was gegen den Willen machen, gegen den eigenen Willen, klappt nicht. Sonst wären wir jetzt Multimilliardäre, wir wären weltberühmt. Und, ja, schön wär's gewesen. Hat leider nicht geklappt. Und trotzdem bringt Christo Menschen unter Trance dazu, seinen Anweisungen zu folgen. Das können die doch nicht alle wollen, oder? Jetzt mal Hand aufs Herz. Noch nie zur Sicherheit für eine gute Show Schauspieler eingesetzt? Also bei mir in der Show ist es auch so, ich sag nicht du kommst auf die Bühne, sondern ich sag, wer Lust hat, kommt nach vorne. Und wenn ich bei jeder Show 50 Leute bestechen würde, kannst du ja ausrechnen, wenn ich dir nur einen Zehner in die Hand drücke, wäre das sehr, sehr viel Geld. Nee, also das ist wirklich echt und das Schöne ist, man kann es auch wissenschaftlich nachweisen. Tatsächlich ist Hypnose medizinisch anerkannt und wird zum Teil sogar schon bei Operationen eingesetzt. Im Gegensatz zu Showhypnosen geht es in der therapeutischen Hypnose aber darum, zusammen mit dem Patienten an seinen Problemen zu arbeiten. Christiane Kretschis größter Erfolg? Es war ein 9-jähriges Mädchen mit Magersucht. Kurz davor, zwangseingewiesen zu werden. Die musste zwangsernährt werden vom Kinderarzt. Und also wirklich schreckliche, dramatische Geschichte, alle ganz verzweifelt. So kommen ja die Menschen meistens hier auch an, weil nichts anderes mehr hilft. Und wir haben, ich glaube, 8 Sitzungen gemacht. Und nach der 5. Sitzung war plötzlich wieder so ein Funken im Auge und die Haut war durchblutet. Und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und ich habe von den Eltern jetzt auch Feedback bekommen, dass alles gut ist, das Kind geht regulär wieder in die Schule. Also nicht nur, dass es im Moment eben eine Verbesserung gibt, sondern dass es eben nachhaltig ist. Das ist schon auch ganz, ganz wichtig. Christo setzt bei der Schauhypnose hingegen auf kurzzeitige Suggestion. Er kann dabei sogar die optische Wahrnehmung der nächsten Teilnehmerin verändern. Da liest dann eine optische Halluzination, denn unsere Redakteurin Sheila hat auf einmal ganz große Mickey-Maus-Ohren. 1, 2, 3, Augen auf. Warte.
Oh. Oh nein, es tut mir voll leid. Warum genau? Was ist los? Seine Ohren. Oh, die Scheiße. Das soll ich gar nicht sagen. Das wird schön vor. Wusstest du, dass Sheila auch hypnotisieren kann? Nein. Das ist kein Scherz. Also wenn die dich anguckt, schnippt und schlaft, das schläfst du auch ein. Okay. Kein Scheiß. Sheila, probier mal aus. Guck sie mal an, schnipp und sag Schlaf. Schlaf? Ey, na, ich sehe das. Wie geht's euch, Team? So, ne? Glaubt ihr das gerade? Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich glaube, ich muss es mal ausprobieren, damit ich dir das glauben kann. Kein Problem. Kriegen wir hin. Gar kein Problem. Also ich find's krass. Also wenn, ich bin aber bei dir, also bei allem Respekt, ne, ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen. Unsere Redakteurin bleibt skeptisch. Bevor sie sich hypnotisieren lässt, haben wir noch eine Frage. Es gibt den Vorwurf, dass Showhypnotiseure ihre Teilnehmer bloßstellen. Wie sehen er und Hypnose-Kollege Carsten Fenner das? Gibt es schwarze Schafe? In dem Moment, wo Menschen aufeinandertreffen, ist natürlich auch Missbrauch möglich. Und das Problem ist halt nicht quasi der Beruf oder die Technik, mit der wir arbeiten, sondern halt der Mensch. Also eine Sache, die im Hypnotischen mittlerweile komplett verpönt ist, ist eine sogenannte kataleptische Starre. Das muss man sich so vorstellen, dass in früheren Zeiten, also so 80er Jahre, Diskothekenhypnotiseure gerne Menschen zwischen zwei Stühle gelegt haben. Und dann vielleicht Nacken. Sogar noch da aufgestiegen sind. Ja, das macht man heutzutage auf gar keinen Fall mehr. Denn du weißt ja nicht, wen man als Probanden auf die Bühne bekommt. Gibt es irgendwelche Vorschädigungen an der Muskulatur, sonstige medizinische Vorschädigungen? So, und das kannst du als Hypnotiseur im Rahmen einer Show halt nie ausschließen. Den beiden ist ein ethischer Umgang mit den Teilnehmern und Authentizität extrem wichtig. Aber würden sie Betrüger erkennen? Es gibt durchaus Leute, die gehen auf die Bühne, das klappt mit der Hypnose jetzt nicht. Die brauchen vielleicht mehr Zeit, um sich darauf einzulassen und denken sich dann, ich tue dem Hypnotiseur was Gutes, wenn ich mitspiele. Und wenn ich sowas sehe, schmeiße ich die Leute von der Bühne runter, weil es ist nicht gut, wenn du halt Leute hast, die auf der Bühne sind und Schauspieler. Ich meine, erstmal zahlt das Publikum für eine Hypnoseshow und nicht für Schauspieler. Und das sind dann natürlich auch die Leute, die nach einer Show sagen, naja, bei mir hat es nicht geklappt, ich habe geschauspielert. Ja? Also... ich würde sagen, wir erkennen das schon ziemlich deutlich und sehr, sehr schnell. Du bekommst einfach im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür. Jetzt wollen wir es wissen. Unsere Redakteurin Sheila ist dran. Versuch so tiefenentspannt zu sein, wie es nur geht. Ich versuch's. Schließ mal einmal deine Augen und stell dir mal vor, du kannst durch deine geschlossenen Augen so eine Art Schloss sehen, so eine Vorhängeschloss. Und wenn ich dich an der Stirn berühre, wandert das Schloss, was du dir gerade vorstellst, an dem Punkt an der Stirn, den ich berühre, nämlich hierhin. Und ich möchte, dass du deine geschlossenen Augen einmal auf diesen Punkt richtest. Und du nimmst deinen Blick nicht mehr von diesem Punkt und du stellst dir einmal vor, dieses Schloss, das schließt sich ab. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo sich das Schloss jetzt abgeschlossen hat, haben sich auch deine Augenlider abgeschlossen. Und ich möchte, dass du weiter auf dieses Schloss schaust. Und bei drei kannst du probieren, die Augen zu öffnen. Aber solange du auf das Schloss schaust, merkst du, dass du die Augen einfach nicht mehr öffnen kannst. Eins, zwei, drei, schau auf diesen Punkt und versuch, die Augen zu öffnen. Du merkst, das geht nicht. Aha, interessant. So, das zeigt nämlich jetzt schon, dass du nicht meinen Anweisungen gefolgt bist. Jetzt habe ich dich direkt enttarnt. Das Spannende an der Geschichte ist nämlich, das ist nämlich ein Trick, um rauszufinden, ob die Leute das machen, was ich ihnen sage. Okay. Wenn du nämlich die Augen zumachst und nach oben guckst, kannst du aus rein biologischen Gründen die Augen nicht öffnen. Ertappt. Sheila bleibt skeptisch. Also, neuer Versuch. Drei, zwei... eins. Und schlaf tief und fest, der Körper entspannt sich immer mehr. Und, Nee, sorry. Schwierig, sich drauf einzulassen hier. Ja, also, ja. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt gerade schon Bock, dass es funktioniert, ja. Tatsächlich. Aber, nö, ich denke vielleicht zu viel. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil das unterstreicht genau das, was du sagst. Man muss sich drauf einlassen und es kann mir jetzt niemand einfach eine Hypnose aufzwingen, wenn ich das nicht möchte das oder nicht, ist ganz mich genau nicht drauf einlasse. Unser Fazit, die Showhypnose kann funktionieren, aber man muss es wirklich wollen. Christo entspannt beim Orgelspielen. Dabei ist er tief in die Musik versunken. Das bringt uns zu unserer letzten Frage. Kannst du dich selbst hypnotisieren?
so wie man ja auch selbst eine Meditation durchführen kann oder selbst autogenes Training machen kann, so kann man sich auch selbst hypnotisieren. Wobei man natürlich jetzt, wenn man sich selbst hypnotisiert, jetzt nicht an komplexeren Problemen, zum Beispiel wie im Therapiebereich oder Coachingbereich, arbeiten kann. Christo ist sich bewusst, dass sein Job nicht von jedem sofort akzeptiert wird. Er kann zumindest hinter seinen Shows mit gutem Gewissen stehen und hat sein Handwerk gründlich gelernt.